Hallo Leute, zu einer weiteren Folge in Bögis Welt, Folge 101 und es ist Karneval. Heute wieder mit dabei der Jan. Moin! Morgen! Prost, ne? Hello und Alaf! Genau. Da wir ja heute Karneval haben, dürfen wir auch mal normal genau trinken. Oh. Möchtest du heute mal vielleicht die Fakten vorlesen? Ich weiß ja nicht. Ja, soll ich mal? Mach mal. Das Wort Fasching leitet sich von dem Fastenschang oder Faschang ab, nämlich dem letzten Ausschang vor der Fastenzeit. Beim Karneval in Brasilien geht es besonders heiß her. Deswegen werden dort sogar Kondome verteilt, gratis. Donnerwetter. 2010 haben sie über 10 Millionen Kondome verteilt. Naja, wenn man da die leicht bekleideten Mädchen da durch die Straßen laufen sieht, im brasilianischen Karneval, ne, das ist schon lecker. Ja. Auf die Mädchen. Basler Fasenacht in Basel in der Schweiz beginnt traditionell am Montag 4 Uhr nach Aschermittwoch und endet dann den Donnerstag drauf um 4 Uhr. Die Schweizer, die waren ja schon immer ein bisschen anders. Schau, sie haben ja auch die Uhren erfunden. Ja, die Uhren. Es gibt besondere Gerichte, die hauptsächlich zur Faschingszeit gegessen werden. Sie bestehen dann aus Zutaten, die während der folgenden Fastenzeit verboten sind. Dazu gehört auch zum Beispiel der in Fett gebackene Krapfen oder auch Berliner. Lecker. Beim Kölner Rosenmontagsumzug verwandeln durchschnittlich 150 Tonnen Süßigkeiten, 700.000 Tafeln Schokolade, 200.000 Pralinen die Innenstadt in ein Schlaraffenland. Kamelle! Hallo! Das haben wir nicht zum Werfen, naja, egal. Jetzt haben wir keins hier, wir haben ja nur Luftschlangen, aber Konfetti gab es schon bei den alten Römern. Allerdings nicht aus Papier, sondern aus Rosenblättern. Ah. Ne? Die haben dann Rosenblätter. Zum Rosenmontag. Daher auch der Begriff Rosenmontag. Eigentlich haben die Christen später das umgewandelt und der Papst überreichte an dem Rosenmontag, also jeweils am vierten Fastensonntag, einer ausgewählten Person eine aus Gold gefertigte Rose. Ui, das ist, die haben Geld dafür, die ja. Katholiken. Tja. Kommt zu den Katholiken, da gibt's immer was zu beten. Der Ursprung des Wortes Karneval kommt aus dem Lateinischen.
Carnevale heißt übersetzt so viel wie Fleisch lebt wohl und läutet so die Fastenzeit bis Ostern ein. Tja. Ist also ein vegetarischer Ursprung. Jo. Chili con carne, weil. Chili con carne, ja, das ist dann Fleisch, immer Carne. Carnevale. Also zu Karneval keine Wurst essen. Dann ist dann Chili non carne. Ja. Chili ohne Fleisch. Ja, ja. Gibt es auch. Seit dem 19. Jahrhundert wird in Rottal-Münster im Landkreis Passau der Fasching am Faschingsdienstag in einem Sarg mit Fackelumzug durch die Stadt getragen, betrauert und anschließend auf dem Marktplatz verbrannt. Oh Gott, das ist ja fies. Und dann kommt, die haben immer einen neuen Fasching jedes Jahr. Ja, ja, der arme Fasching. Ich dachte, der geht dann nach Basel. Ja, der braucht eine Woche von Rottal-Münster bis nach Basel. Ja. Vielleicht sind die deshalb so verschoben. Ja. Die Feierlichkeiten, nicht die Basler. Baselanena. Basel, ja, wie heißen die eigentlich? Naja, egal. Baselutzkis. Mario Basel. Mardi Gras ist in Amerika der Tag vor Aschermittwoch, also der letzte Tag vor der Fastenzeit. Die Leute kennen Mardi Gras auch als Shredded Tuesday oder Pancake Day. Wer mir sagen kann, warum Mardi Gras Pancake Day heißt, darf das gerne in die Kommentare schreiben. Pfannkuchentag. Tja. Ich kenne das nur, dass die dann immer diese Ketten umhaben und dann schenken, dann die Frauen, die wollen ja diese Ketten haben, ne? Mhm. Pancakes, die zeigen ihre Pancakes. Das kann, weiß ich nicht. Oder wenn sie keine Ketten kriegen, backen sie Pfannkuchen. Man weiß es nicht. Wenn es jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. In der Anfangszeit des brasilianischen Karnevals war es üblich, die sozialen Rollen zu tauschen. Adlige und Reiche gingen dann als Bettler und Bürgerliche und die Bürgerlichen und Armen gingen als Prinzessinnen und Könige. Also man hat auch schon damals die Rollen getauscht. Wer macht denn sowas? Das verstehe ich auch nicht. Das hat doch total keinen Sinn. Nein, ne? Dass man in der Narrenzeit über prominente Politiker und Firmen herzieht, das hat ja nun Tradition bei uns. Aber auch schon im Mittelalter wurde dies getan. Zur Fastenzeit wurde mit Bischöfen, Adeligen und Großgrundbesitzern spöttisch abgerechnet. Das könnte man auch ruhig öfter mal machen, nicht nur an Karneval. Ja. Würde ich sagen. Wollen wir mal so nein lassen? Nein! Nein! Lass sie draußen! Ja, wenn wir so beim Abrechnen sind, ne? Wie nennt man das, wenn ein Wort auch ein anderes ergeben kann, wenn das anders liest? Anagramm? Ja. Anagramm, ne? Anagramm könnte ja. Das, nee, Anagramm ist ja eigentlich, wenn die Buchstaben vertauscht werden. Ja, ja, meine ich. Ach, das meinst du ja. Das ja, Anagramm, genau. Ne? Da fällt mir zu ablästern, fällt mir ein, aus dem Wort Regierung kann man wunderbar anagrammatnesisch was anderes bilden. Aus Regierung kannst du machen, genug Irre. Ja, genau. Hatten wir mal in einer anderen Folge schon. Du musst dir mal in die erste Staffel, glaube ich, reingucken. Jo, irgendwann in den ersten 50 Folgen, ne? Ja, glaube ich. Vor Jahren. Gefühlten Jahren, ja. Ja. Selbst schon in vorchristlicher Zeit veranstalteten die Menschen zum Ende des Winters
in Verkleidung von Geistern und Dämonen. Große Spektakel. In diesem Verlauf die bösen Geister vertrieben werden sollten und die Frühlingsgeister mit Hilfe von Schellen und Trommeln geweckt werden sollten. Aber das hat nichts mit Karneval zu tun. Das hört sich auch eher so nach Halloween an. Ja, aber das war ja Anfang des Jahres. Also, ne? Also in der vorchristlichen Zeit haben sie auch schon zweimal gefeiert. Gut, da feiern sie auch mit den Geistern an Halloween. Achso. Ja, nee, aber das ist dann... Und dann wollen sie wieder loswerden. Ja, und dann wollen sie die Frühlingsgeister wecken. So. Ne, also die Wintergeister vertreiben und die Frühlingsgeister. Wollen wir mal so reinlassen? Mardi Gras ist keine amerikanische Erfindung. Mardi Gras wurde zum ersten Mal vor 5000 Jahren von den alten Griechen gefeiert. Ende des 17. Jahrhunderts kamen dann die Festivitäten erstmals nach Amerika, eingeführt von den Franzosen, die damals Maskenbälle veranstalteten. Wisst ihr, die Abis, die klauen alles. Ja. Wir haben keine eigene Traditionen und... Ja, die eigene Traditionen hatten, die haben sie ja ausgerottet. Ja. Ne? Aber du wolltest ja zu USA eigentlich nichts mehr sagen. Nein, wollte ich ja nicht. Im Jahr 1934 erklärte die brasilianische Regierung per Gesetz den Samba zum nationalen Tanz des Karnevals. Gilt bis heute. Tanze Samba mit mir. Dum dum. Samba Samba die ganze Nacht. Dum, dum. Tanze Samba mit mir. Dum dum. Weil die Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei. Morgen ist sie vielleicht vorbei. Tanze Samba mit mir. Samba Samba die ganze Nacht. Strohhalm trinken macht schneller betrunken. Denn der Alkohol wird beim Strohhalm trinken über die Schleimhäute aufgenommen. Das heißt, durch den Unterdruck, den man durch das Ansaugen verursacht, kommt der Alkohol schnell durch die Schleimhäute in die Blutbahn. Ja. Das macht ungefähr 10% ist man mit der Streumethode schneller betrunken. Klappt bei mir nicht. Ja, wenn man natürlich schon gewissermaßen vorgerüstet ist, ne? Wenn man schon eine gewisse Aufnahmefähigkeit und Toleranz sowieso hat, ne? Dann. Das kann sein. Das kann natürlich auch daran sein, dass deine Schleimhäute im Mund durch deine Scheißraucherei schon abgestorben sind. Du hast gar keine Schleimhäute. Aschehäute. Ja, Aschehäute. Ja. Wann Karneval ist, hängt indirekt vom Mond ab. Vom Säufermond. Denn da Fasching immer 40 Tage vor Ostern gefeiert wird, und dieser Jahr wird ja nun immer nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert. Ne? Und da der Mond ja wandert, wandern auch die Tage. Ne? Also hängt Fasching auch indirekt vom Mond ab. Hm. Rio de Janeiro hat wohl den bekanntesten Karneval der Welt. Den weltweit größten Straßenkarneval. Der ist aber in Salvador de Bahia, auch in Brasilien. Aber an 6 Tagen strömen 2,7 Millionen Teilnehmer durch 19 Kilometer Straßen. Ne? Und das ist nur der Hauptzug. Ja, 19 Kilometer Straßen, 2,7 Millionen Leute, die da mitgehen. Also nicht die, die gucken, sondern die da auch richtig mitwirken. Der Kölner Karneval, der Hauptzug, der ist, glaube ich, 3 oder 4 Kilometer lang, ne? Ja, irgendwie sowas. Und die haben 19 Kilometer. Die haben da halt auch schönes Wetter, ja. Ja, und Platz. Und Platz. Und Platz. Und Lust. Ja. Und Samba.
Na, 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 na. In der Karnevalszeit gibt es statistisch gesehen nicht mehr Seitensprünge als im Rest des Jahres. Das ist also ein Irrglaube. Man sieht es vielleicht nur öfter. Naja, ja, okay, Likosen, Bützen und so weiter, knutschen, ja, aber so richtig in der Kiste landen, naja. Das wird vielleicht einfach nur öfter erzählt. Ja. Man erinnert sich natürlich eher daran, dass man mit dem großen grünen Frosch oder mit dem Clown gepoppt hat, ja, als, genau, als mit das, irgendjemand anders. Das wird sein. Tja. Wo wir eben noch bei den Karnevalsumzügen waren. Der größte Karnevalsstraßenumzug in Norddeutschland befindet sich in Braunschweig. Ja, also ja, da hört man ja immer wieder von, dass die da sehr rege und aktiv sind. Für die Leute in unserer Region, die mal vernünftigen Karnevalsstraßenumzug erleben wollen. Braunschweig. Da am Aschermittwoch die Geldbeutel leer sind, werden diese in München im Fischbrunnen gewaschen, damit sie sich schneller wieder füllen. Auch der Bürgermeister der Stadt München wäscht dort seinen Stadtsäckel. Aha. Ja. Tja. Da kann ich nichts zu sagen. So ist es. So ist es. Wird auch nicht anders. Wir wünschen noch schönen Karnevalsabend. Immer frisch und munter bleiben. Trink nicht so wenig. Ne? Nicht mehr als wie reinpasst. Abrücken, Mahalamasch.